Was macht ihr hier? Wir präsentieren unsere drogenpolitische Arbeit und unsere drogenpolitischen Vorstellungen und Forderungen für die Zukunft. Und die sind? Die sind eine Liberalisierung sämtlicher psychoaktiven Substanzen und eine Reglementierung. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Im Gegenteil, es würde sehr viele Gefahren eindämmen. Man könnte damit einen Jugendschutz ausweiten, man könnte einen Verbraucherschutz gewährleisten und man könnte den Schwarzmarkt austrocknen und die Kriminalisierung der Drogenkonsumenten. Aber du meinst Cannabis oder auch Heroin? Ich meine alle Substanzen. Aber das ist gefährlich, das geht doch keiner mit. Also gefährlich scheint ja zurzeit die Repression zu sein, weil die jedes Jahr reichlich Todesopfer fordert und nicht umgekehrt. Also in dem Moment, wo ich eine Liberalisierung habe und eben auch eine Reglementierung, kann ich eben saubere Substanzen anbieten, kann eine niederschwellige Drogenberatung anbieten und kann entsprechend auch auf nicht lügen basierende Präventionsarbeit leisten. Aber es gibt doch so eine gefährlichen Substanzen wie zum Beispiel Krokodil. Ja, die gibt es natürlich. Jede Substanz hat ihr Gefahrenpotenzial, aber von der Substanz selber geht ja gar nicht die Gefahr aus, sondern letztendlich geht es ja um die Art und Weise, wie man mit Substanzen umgeht. Das ist das Gefahrenpotenzial. Und nicht zu wissen, welche Substanz man tatsächlich hat. Das ist alles richtig, aber ich denke, dass auch die Substanzen schwierig sind. Also zum Beispiel Krokodil wird ja gerade genommen, weil es so preiswert ist. Krokodil ist ja letztendlich nichts anderes als eine Ersatzdroge, die vom Markt geschaffen wird, vom Schwarzmarkt, weil eben andere Substanzen nicht verfügbar sind. Das ist also letztendlich nichts anderes als die Folge der repressiven Politik. Okay, und wie stellt ihr euch die Umsetzung vor? Die Umsetzung stellen wir uns dahingehend vor, dass man lizenzierte Fachgeschäfte einrichtet, wo die natürlich den Jugendschutz beachten, sprich also frühestens Eintritt ab 18, die eine niederschwellige Drogenberatung hat, also das Personal, was dort arbeitet, muss eben auch entsprechend geschult sein, um niederschwellige Präventionsarbeit oder Drogenberatung leisten zu können. Also es muss eine Fachberatung geben, denn es ist ja natürlich wirklich so, dass eben auch Stoffe unterschiedliche Gefahrenpotenziale haben. Und auch darüber muss natürlich beraten werden können. Aber das wäre ein längerer Weg. Erstmal geht es um Cannabis, oder? Also ich sag mal so, wenn man es, sag ich mal, realistisch betrachtet, ist es sicherlich nicht eine Sache von 2 Wochen. Aber es muss das fixierte Ziel sein, um einfach die Drogenkriminalität, dieses Elend zu beenden und auch vor allen Dingen die Nebenerscheinungen. Also die Substanzen schaffen weniger Schaden als die Repressionspolitik selber. Ja, Cannabis, aber andere Substanzen sind schon sehr zerstörerisch. Nee, da muss ich enttäuschen. Also wir haben mit Sicherheit eine Unterschätzung, was den Alkohol betrifft, weil er sehr niederschwellig zu verfügbar ist und weil er eben auch hier ein gewisses Image hat. Aber wenn man rüber zum Beispiel guckt in die Schweiz, da gibt es inzwischen Altersheime für Junkies. Und man kann mit sauberem Stoff, mit Heroin, kann man alt werden. Also ohne, dass man, es gibt tatsächlich Altersheime in der Schweiz für Junkies. Wie wird es weitergehen? Also was die Piraten jetzt als nächstes machen werden? Die Piraten selber. Wir werden sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, die wir als Partei noch haben. Wir sind zurzeit leider nur in kommunalen politischen Arbeitsfeldern tätig. Aber wir sind hier unterwegs. Wir werden uns zum Beispiel auf der Hanfparade beteiligen mit einem Truck und mit einem Stand. Also wir werden weiterhin uns präsentieren und wie gesagt unsere Vorstellung von einer realistischen und zukünftigen Drogenpolitik vorstellen und auch verbreiten. Alles klar, vielen Dank. Sagst du nochmal deinen Namen? Mein Name ist Andreas Vivarelli, drogenpolitischer Sprecher der Piratenpartei Deutschland. Danke fürs Interview. Alles klar, vielen Dank.